Und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute meinen Lesemonat September. Und September war wieder sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Ich habe 5 Bücher gelesen und ich freue mich sehr, sie euch zu zeigen. Denn es sind sogar 2 sehr neue dabei und ja. Viel Spaß! Ich fange mal an mit dem Buch, was ich zuerst gelesen habe. Und zwar war das von Jennifer Lee, Royal Love. Dazu werde ich jetzt aber nicht wirklich viel sagen, denn ich habe euch zu dieser Reihe, beziehungsweise zu den ersten 3 Bänden dieser Reihe, das ist nämlich der dritte, ein extra Video gemacht. Und das verlinke ich euch mal in der Infobox und hier oben. Ich muss sagen, der Band hat mir am besten gefallen. Das seht ihr dann aber auch nochmal in dem Video. Allgemein, die Royal-Reihe ist sehr speziell. Also wer mit Gewalt und Erotik, wer das nicht vereinbaren kann, der sollte das nicht lesen. Anschließend habe ich dann gleich den 4. Band gelesen. Und zwar ist das Royal Dream. Hier geht es jedenfalls dann um ein anderes Paar. Ich werde wahrscheinlich aber eh nochmal extra zu der Reihe, dann also Band 4 bis 7, ein extra Video machen. Aber für die, die es jetzt schon interessiert, hier geht es um Belle und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Name wirklich Belle ausgesprochen wird. Aber ihr wisst ja, mein Problem mit Namen aussprechen, das ist nicht so mein Ding. Und jedenfalls Smith und Belle braucht halt dringend Geld. Ist übrigens die beste Freundin von der Protagonistin hier. Und jedenfalls sucht sie ganz dringend einen Job und wird dann als Assistentin bei dem Anwalt Smith Bryce angestellt. Und was hier wieder so sinnlos ist, sie sagen vorher beide, okay, ja, also nicht, dass das hier jetzt ausartet, dass wir miteinander schlafen oder so. Ich lasse mich nicht bezahlen dafür, dass ich mit ihnen schlafe, also sagt sie zu ihm. Ihr könnt halt einmal raten, was passiert. Ich meine, sie fühlen sich halt beide irgendwie angezogen und also zueinander hingezogen. Und ja, falls jetzt aber jemand denkt, ach, vielleicht ist das ja nicht so mit Gewalt und Erotik wie bei Alexander und Clara, also den Bändern davor. Nein, dasselbe Spiel geht eigentlich wieder so ein bisschen von vorne los. Hier ist es halt genauso wie im ersten Band. Es ist noch nicht so schlimm und ausgeprägt, also man kann das noch vollkommen lesen, ohne dass jetzt irgendwie man sich sehr oft fragen muss, was da abgeht, aber man merkt das schon wieder, worauf das hinausläuft, also auf Gewalt und Erotik. Ich fand das Buch an sich wieder nicht schlecht, die Handlung ist auch wirklich gut, aber eben das mit Gewalt und Erotik ist halt, ich weiß nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum Jennifer Lee das immer so macht. Es hätte ja jetzt in dem Mal anders sein können, dass das eine gewaltfreie Liebesbeziehung gewesen wäre, aber nein. Jedenfalls, das Buch ist auch erst mal rausgekommen, ist wieder Spiegel-Bestseller, soweit ich weiß. Und ja, müsst ihr eben selber wissen, ob ihr das lesen wollt. Ich fand es im Prinzip nicht schlecht. Es hat wieder 4 Sterne von mir bekommen, weil es halt wirklich nicht schlecht ist. Aber eben, ja, die Gewalt. Kommen wir jetzt zu einem sehr coolen Buch, und zwar von One Direction. Where We Are, unsere Band, unsere Story. Eigentlich wollte ich das ja auf Englisch, aber ich habe es mir dann auf Deutsch gekauft, weil die es auf Rebuy nur auf Deutsch hatten. Und ich, also die Bilder, die da drin sind, sind halt schon echt cool. Irgendeins hatte ich auch lange Zeit dann als mein Hintergrundbild, weil ich das wirklich schön fand. Ich weiß noch nicht mehr welches. Es war jedenfalls von Harry. Und in dem Buch ist es halt mehr Bild als Text, aber trotzdem. Ich fand das Buch gut. Ich meine, das ist halt schon relativ alt, also absolut nicht mehr aktuell. Aber trotzdem, für einen Directioner ist es sozusagen für mich ein Muss. Also man sollte dieses Buch einfach gelesen haben, weil es ist ihr einziges Buch. Und das sollte man dann schon mal gelesen haben. Wer sexy, schmexy Bilder haben möchte, der sollte sich das auch mal kaufen.
Am liebsten hätte ich es ja an die Wand gehangen, aber dann hätte ich es ja rausreißen müssen und das wollte ich nicht. Kommen wir zu meiner größten Enttäuschung in diesem Monat. Es tut mir wirklich so unfassbar leid und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da so mit Anna Todd, also ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das sagen soll, aber Nothing More von Anna Todd hat mich so enttäuscht. So extrem enttäuscht. Dieses Buch hat von mir nur 3 Sterne bekommen und alle anderen Bücher vorher haben immer volle 5 Sterne von mir bekommen. Und das hier war halt wirklich absolut nicht mein Fall. Es war jetzt, man kann es jetzt nicht wirklich in das Erotik-Genre einordnen, weil halt wirklich nicht viel davon drin vorkommt. Also das sind vielleicht 2 Szenen oder so. Ansonsten hält sich das auf dem Level von einfach nur Küssen oder so. Also es ist nicht viel, wo wirklich was passiert. Eigentlich passiert gar nichts. Es passiert eigentlich gar nichts. Also für die, die es nicht wissen, hier in den Bändern geht es um Landon, also den Halbbruder von Harden und den besten Freund von Tessa. Spielt in New York, also wo Tessa mit Hardin nicht mehr zusammen ist. Ich muss sagen, Landon ist absolut nicht mein Typ von Buchcharakter her. Absolut nicht. Also ich finde Landon so langweilig. Und das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, er fängt in diesem Buch halt wirklich was mit 2 Frauen gleichzeitig an. Es ist zwar nicht so, dass er die wirklich betrügt, weil er mit keiner wirklich zusammen ist, aber er fängt eben mit 2 Frauen was gleichzeitig an. Und das finde ich noch schlimmer als, er ist halt absolut nicht der Harden-Typ, er ist kein Bad Boy, er ist nicht wirklich so sexy-schmexy. Wobei, wenn man das jetzt, wenn man sich ihn wirklich als Liam vorstellt, dann natürlich schon, aber für mich ist Landon einfach Landon und Liam hat überhaupt nichts mit Landon zu tun. Und jedenfalls, ja, er fängt halt wieder was mit seiner Ex Dakota an und Nora, einer Kollegin von Tessa, und kann sich wirklich nicht entscheiden, weiß nicht, was er fühlt und bla bla bla. Es war wirklich, sie haben mich alle so genervt, wirklich alle. Das Einzige, wo ich dieses Buch wirklich gut fand, war, wenn es um Harden geht, also wenn Landon mit Harden telefoniert hat oder wenn Tessa mit, wenn es mit Tessa ging. Also das, diese Charaktere sind wenigstens nicht so langweilig, aber Landon war wirklich einfach in meinen Augen langweilig. Und wenn ihr das anders seht, es ist ja, das ist absolut Geschmackssache, aber mich hat Nothing More echt enttäuscht. Tut mir leid, Anna Todd. Eigentlich ist Anna Todd meine absolute Favorite-Reihenautorin. Also die After-Reihe ist ja wirklich ganz oben bei mir. Da diese Reihe ja aber, also die Nothing, ich nenne sie jetzt mal Nothing-Reihe, nicht mehr zur After-Reihe wirklich dazugehört. Auf Goodreads heißt das Buch zum Beispiel, also steht oben nicht mehr After Nummer 7 oder so. Also es steht irgendwo auch noch da, aber es ist halt eigentlich Landon Gibson Nummer 1, also sozusagen eine extra kleine Reihe. Dementsprechend ist After immer noch meine liebste Reihe, weil das gehört halt für mich nicht mehr zur After-Reihe. Es geht um langweiligen Landon und nicht mehr um Harden und Tessa wirklich. Deshalb, ja, das war für mich kein gutes Buch. Ich meine, es war auch nicht schlecht, aber es war halt absolut nicht das, was man von Anna Todd gewohnt ist. Kommen wir zu meinem, ich wollte schon sagen, Monatshighlight, denn ich habe mir in der Bibliothek von Amy Harmon Vor uns das Leben ausgeliehen. Und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass es mich umhaut oder vom Hocker reißt. Der einzige Grund, warum ich es eigentlich mir ausgeliehen habe, war, weil Colleen Hoover über dieses Buch gesagt hat, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und das habe ich euch ja auch in meiner Herbstleseliste gezeigt. Ich wollte das eigentlich nur so nebenbei lesen, aber ich habe es in 3 Tagen, glaube ich, gelesen und es war wirklich so gut. Es geht in diesem Buch um Fern, Bailey und Ambrose. Und Fern ist sozusagen immer das hässliche Mädchen gewesen. Also sie war nie wirklich hübsch, ziemlich klein, hat rote Haare, halt eher was Besonderes und Auffälliges. Und
Noch dazu Zahnspange, Brille und deshalb hat sie sich nie wirklich hübsch gefühlt. Bailey ist ihr Cousin und gleichzeitig ihr bester Freund, denn ja, er sitzt im Rollstuhl, hat eine Muskelkrankheit und konnte sich von Jahr zu Jahr immer weniger bewegen. Und jetzt ist er halt komplett an den Rollstuhl gefesselt. Die beiden sind so, also das Buch spielt so, wenn sie 20, glaube ich, sind ungefähr. Und Ambrose ist sozusagen fern ihr Schwarm gewesen, seit sie ihn das erste Mal getroffen hat. Und dann geht er zur Armee mit seinen Freunden und kehrt irgendwann zurück. Und sagen wir mal so, es ist nicht alles so gelaufen, wie er sich das gewünscht hätte. Er fällt in ein ziemlich tiefes Loch und Fern hilft ihm da sozusagen ein bisschen raus. Und ich will halt wirklich nicht zu viel spoilern, denn das macht halt die Geschichte einfach aus. Und am Ende, oh mein Gott, ich habe gleich am Anfang gesagt, dieses Buch hat Before Now Stars Niveau und das war wirklich so. Das Ende war wieder herzzerreißend, absolut herzzerreißend. Das ist absolut das perfekte Wort, herzzerreißend. Und das habe ich jetzt dreimal gesagt. Und es ist auch wirklich so, ich habe geheult, also es war wirklich so traurig und dann wieder schön und dann traurig und man konnte eigentlich nur weinen und es ist wirklich so, ich liebe dieses Buch und ich finde es echt jetzt tragisch, dass ich es wieder zurückgeben muss, weil ich würde es am liebsten in mein Bücherregal stellen, weil es so ein gutes Buch ist, aber mein Bücherregal ist eh schon zu voll. Ich empfehle jeden, dieses Buch zu lesen. Also wenn ich euch ein Buch am meisten empfehle aus diesem Lesemonat, dann ist es das hier. Also es ist wirklich so gut. Kein Erotikroman, einfach nur eine wunderschöne Geschichte. Nicht nur Liebe, größtenteils auch ja einfach das wahre Leben. Unglaublich motivierend auch, fand ich. Also wirklich, lest dieses Buch. Und das war's auch schon, was ich diesen Monat gelesen habe. Ich weiß, ich habe auch ziemlich viel gemeckert. Dennoch hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal, was ihr zu Nothing More sagt. Es haben ja bestimmt schon ein paar von euch gelesen. Gehe ich mal davon aus. Weil man hat eigentlich von Anna Todd erwartet, dass es gut wird. Und deshalb kauft man sich es auch gleich. Und dann, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!